Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute gibt es die zweite Top 5 Liste auf diesem Kanal. Diese dreht sich um Flanker. Wie im letzten Video vergleichen wir die Champion in 4 Kategorien, nur dass sich die Kategorie Schaden zu Gefahr geändert hat. Da die Kategorie Gefahr nicht so selbsterklärend ist, erkläre ich es euch kurz. Diese sagt lediglich aus, wie wahrscheinlich es ist, dass euch der jeweilige Flanker ausschaltet. Fangen wir auch gleich mit Platz Nummer 5 an. Auf Platz Nummer 5 befindet sich Talus. Bei Einfachheit hat er 3 Punkte bekommen. An sich macht ihn nur die Teleportationsfähigkeit richtig schwer. Diese muss man richtig einsetzen, da Talus wenig Leben hat und dadurch nur schwer überleben kann. Bei Mobilität bekommt er auch nur 3 Punkte. Das liegt daran, dass er gegenüber anderen Flanker eher langsam ist. Die Teleportationsfähigkeit macht ihn erst richtig mobil. Bei Gefahr bekommt Talus 2 Punkte. An sich ist er nicht sonderlich gefährlich. Ein guter Damager zum Beispiel kann ihn ohne Probleme ausschalten. Aber wenn der Talus seine Teleportationsfähigkeit richtig einsetzt, wird er durchaus gefährlich. Für die Ulti bekommt er auch nur 2 Punkte. Mit der Fähigkeit kann man zwar Gegner, die gerade nicht viel Leben haben, ausschalten oder am Anfang einer Runde das gegnerische Team ausbremsen, aber die Ulti ist anderen immer noch weitaus unterlegen. Damit erreicht Talus eine Punktzahl von 10. Auf Platz Nummer 4 befindet sich einer meiner Hassgegner, und zwar Eevee. Sie ist unseres Erachtens nach die Flankerin, die am schwersten zu spielen ist. Sie muss sich dauerhaft bewegen, sonst ist sie dem Tod geweiht. Deswegen bekommt sie bei der Kategorie Einfachheit nur einen Punkt. Für Mobilität hingegen bekommt sie 4 Punkte. Dies ist dem einfachen Grund geschuldet, dass sie fliegen und sich teleportieren kann. Aber sie ist ein anderer Flanker immer noch weitaus unterlegen. Bei Gefahr bekommt sie 3 Punkte. Wie bei Talus muss man sich schnell bewegen und die Gegner mit der Teleportationsfähigkeit austricksen. Sie bekommt 1 Punkt mehr, da sie mehr Schaden macht. Bei der Ulti bekommt sie auch 3 Punkte, mit dieser verlangsamt sie Gegner und fügt ihnen Schaden zu, dadurch macht sie Gegnern zu leichten Zielen. Damit erreicht Eevee eine Punktzahl von 11. Auf Platz Nummer 3 ist Neve. Bei Einfachheit bekommt sie 3 Punkte. Wie bei den anderen beiden muss man sich schnell bewegen und am besten so viel springen wie möglich, damit die Gegner einen nicht treffen. Außerdem ist es meist schwer mit ihr die Dolche zu treffen, aber man muss zumindest nicht nachladen. Bei Mobilität bekommt sie satte 5 Punkte. Die Punktzahl ist eigentlich selbsterklärend. Sie hat einen Doppelsprung, kann einen großen Sprung nach vorne machen. Mit einer Fähigkeit kann sie verdammt schnell laufen und sie ist auch im Allgemeinen sehr schnell unterwegs. Bei Gefahr bekommt sie 3 Punkte. Der Grund ist derselbe wie bei den anderen. Sie hat wenig Leben und muss sich dadurch sehr schnell bewegen. Bei der Ulti bekommt sie aber nur einen Punkt. Mit dieser kann sie zwar die Sicht aller Gegner stehlen, aber der Effekt kann sich durch ein Item, was man sich im Shop kaufen kann, fast komplett eliminieren lassen. Außerdem ist Maeve sehr laut und dadurch kann man, während die Ulti aktiv ist, einfach auf sein Gehör verlassen. Damit erreicht Maeve eine Punktzahl von 12. Auf Platz Nummer 2 ist Sinn. Bei Einfachheit bekommt er 4 Punkte. Mit ihm muss man eigentlich nicht mehr machen, als vorzurennen, die feindlichen Attacken blocken, darauf schießen und in Gefahrsituationen sich in die Schatten flüchten. Bei der Mobilität bekommt er 2 Punkte. Das liegt daran, dass er keine Fähigkeit hat, die ihn beschleunigt, und er ist auch im Allgemeinen nicht besonders schnell. Bei der Gefahr bekommt er 4 Punkte. Ich glaube, keiner, wirklich keiner will als Teil 1 Sinn vor sich herstehen haben. Er macht 4 Schaden, blockt deine Angriffe und kann sich in Schatten flüchten, wo er sich auch noch heilen kann. Das macht ihn sehr gefährlich. Bei der Ulti bekommt er 3 Punkte. Der Grund ist simpel. Er springt einen zwar an und macht 4 Schaden oder tötet einen vollkommen mit dem richtigen Talent, aber sie kann maximal einen töten. Damit erreicht Sinn eine Punktzahl von 13. Auf Platz Nummer 1 ist Androxus. Bei der Kategorie Einfachheit bekommt er 2 Punkte. Wie bei denen davor muss man sich viel bewegen, aber der Grund, warum er wirklich schwer ist, ist, dass es relativ schwer ist, mit ihm zu treffen, da er immer ungenauer wird, umso mehr man mit ihm schießt. Bei der Mobilität bekommt er 3 Punkte. Wenn man mit ihm die Sprungtaste gedrückt hält, schwebt er förmlich zu Boden. Außerdem kann er mit seiner Fähigkeit Sprint machen und das überall hin, auch in die Luft. Bei der Gefahr bekommt er 4 Punkte. Der Grund ist denkbar simpel. Er kann jeglichen Schaden zurückwerfen und kann auch mit seiner Pistole einiges austeilen. Und er kann dich auch ganz einfach schlagen. Für die Ulti bekommt er 5 Punkte. Androxus hat wohl die stärkste Ulti unter den Flankern. Wenn man diese mit der Sprintfähigkeit kombiniert, kann er ordentlich aus der Luft austeilen. Damit erreicht Androxus Platz 1 mit 14 Punkte. Was ist eure Meinung zu unserer Top 5 Liste und hättet ihr andere Flanker reingenommen? Schreibt es doch gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.